Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft in mehreren Bundesländern gegen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation vorgegangen. Dabei durchsuchten die Beamten Räume, beschlagnahmten Konten und sperrten die Webseite der Aktivisten. Die Generalstaatsanwaltschaft München verdächtigt die Gruppe, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Mit umstrittenen Klebeaktionen, vor allem auf Straßen, protestiert die Letzte Generation regelmäßig für mehr Klimaschutz. Heute Morgen durchsuchten Ermittler wie hier in Berlin und in anderen Städten Wohnungen und Geschäftsräume der Letzten Generation. Neben Fällen von Nötigung wird auch wegen versuchter Sabotage an der Ölpipeline Triest-Ingolstadt in Bayern ermittelt. Diese Unterlagen werden jetzt ausgewertet und am Ende dieser Auswertung der mit Sicherheit umfangreichen Unterlagen, die wir da sichergestellt haben, steht dann ein Ermittlungsergebnis und eine gesamte Bewertung. Ziel der Razzia sei das Auffinden von Beweismitteln zur Mitgliederstruktur und Finanzierung der Letzten Generation. Die Gruppierung soll zuletzt 1,4 Millionen Euro an Spenden gesammelt haben, um weitere Straftaten zu finanzieren, so die Staatsanwaltschaft. Auch die Wohnung des Klimaaktivisten Ingo Blechschmidt wurde durchsucht. Er betreibt Website und Hotline der Letzten Generation. Eine kriminelle Vereinigung, das ist wirklich was ganz Erhebliches. Das sind irgendwelche Gangsterbanden, die sich zusammenschließen, um nachts immer wieder irgendwelche Straftaten zu begehen. Das sind wirklich Kriminelle. Und die Menschen von der Letzten Generation und auch ich vom Klimacamp, wir engagieren uns friedlich für Klimagerechtigkeiten. Am Mittag kündigten die Aktivisten an, weiterzumachen. Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der Letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst. Aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren. Die Bundesinnenministerin rechtfertigte die Ermittlungen. Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln, was so wie es ihre Pflicht ist. Die Frage, wie die Letzte Generation juristisch einzuordnen ist, wird kontrovers diskutiert. Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung werden schon länger bei unterschiedlichen Staatsanwaltschaften geführt. Ob die Klimaaktivisten aber tatsächlich eine kriminelle Vereinigung im Sinne des Gesetzes sind, ist eine komplexe und noch nicht geklärte Frage. Als Reaktion auf die Razzia formierte sich in Berlin am frühen Abend ein Protestmarsch. Für diese und kommende Woche ruft die Letzte Generation zu weiteren Protestmärschen auf.